Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenimpuls für die Woche vom 29. November bis zum 5. Dezember. Ja, allerhand kommt auf uns zu in der neuen Woche. Wir haben einen Wechsel in der Maya-Welle, wir haben zwei Portaltage und wir haben den Neumond. Die Energien verändern sich, es wird immer ja mehr zu dem, was ja noch vor uns liegt und das zeigt einfach ja, da passiert eine ganze Menge. Ich kann für mich nur sprechen beziehungsweise für alle die, mit denen ich seit gestern Kontakt hatte, denn wir hatten ja gestern einen Portaltag und dieser Portaltag war sehr emotional. Ähm, jedem, mit dem ich gesprochen habe, ähm, der feinfühlig ist, war eben in dieser Emotionalität nah am Wasser gebaut. Und ich kenne auch viele, bei denen das ein Tag versetzt passiert. Also das wäre dann heute am ersten Advent, am Sonntag. Ja, da kommt allerhand hoch. Und das, was hochkommt, das ist eine ganze Menge. Also achte da wirklich auf jedes Ding, das hochkommt. Und ich bin da auch schon am Achten drauf, weil ich einfach gemerkt habe, da kommt seit gestern auf den verschiedensten Ebenen einiges hoch. Denn... Ja, ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was emotional so alles passiert. Also ich hatte gestern zwei ganz wunderbare Momente, wo wirklich mit Tränen in den Augen standen. Ich hatte aber auch einen Moment, wo ich schon so ein bisschen verärgert war. Und ich möchte eigentlich sogar mit dem Negativen beginnen, denn ähm, das ist einfach. Ja, dann spricht sich über das Positive einfacher im Anschluss. Ja, das Negative, und das wollte ich schon lange ansprechen, ihr werdet es sicherlich auch auf anderen Kanälen verfolgt haben. YouTube schraubt... Immer mehr an gewissen Rhythmen, die da laufen im Hintergrund. Und das hat sehr, sehr viel mit dem Nutzerverhalten zu tun. Also, sprich, den Abonnenten oder Nicht-Abonnenten, die somit steuern, ob Kanäle gefördert werden oder nicht von YouTube. Und ja, in letzter Zeit ist eben tatsächlich so. Und egal, wo ich so hingucke, da wird an den Zahlen so massiv geschraubt. Und das hat eben mit allen denen zu tun, die bis dato noch kein Abo abgeschlossen haben, sprich, den Kanal nicht regelmäßig verfolgen und die die vielleicht dann auch nicht regelmäßig die Videos anschauen. Und da bin ich mittlerweile an dem Punkt. Ich habe mir gestern tatsächlich noch mal die Statistik angeschaut und ich werde dem Ganzen noch einen Monat Zeit geben bis zum Jahresende, wo ich einfach gesehen habe, dass gewisse Videos nicht angeschaut werden von den Abonnenten und von den Nicht-Abonnenten, wie auch immer. Ähm, es ist ärgerlich, es ist wirklich ärgerlich, weil es ist Lebenszeit, die auch ich hier investiere, um für euch das bereitzustellen. Wie gesagt, ich schaue mir das bis zum Jahresende an und wenn die Zahlen weiterfallen, dann werde ich gewisse Videos einfach einstellen, dann wird es die künftig nicht mehr geben. Das liegt an allen, die einfach hier auch diesen Kanal supporten wollen, die ihn anschauen wollen. Ähm, es liegt an so vielen Dingen, wo einfach etwas passiert. Und das ist wirklich ärgerlich, weil im Laufe der Jahre, wo auch ich meinen Kanal habe, habe ich viele andere Kanäle gesehen. Tolle Kanäle, die im Laufe der Zeit genau durch diese Algorithmen und durch das Userverhalten, Nutzerverhalten einfach wirklich totgelaufen sind. Und das ist richtig ärgerlich, eben bei denen, die dann auch wirklich gut sind, die dann irgendwann sagen, okay, dann höre ich eben auf. Und dann werden andere gepusht, die vielleicht nicht so gut sind, aber wo die Masse hinrennt und dann anschaut. Und ich glaube, das liegt an jedem selber, wie er mit dieser Information umgeht. Mir war das nochmal wichtig, weil das seit gestern bei mir im Bauch rumort und das einfach so ein bisschen Ärger erzeugt hat. Jetzt möchte ich aber zu den positiven Dingen des Lebens gehen, denn... Ich habe gestern Abend, als mein Mann auf der Toilette war, mir die Macht der Fernbedienung angeeignet, bin durch das Fernsehprogramm gezept und habe eine ganz wunderbare Geschichte gehört, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Und es passiert ja nichts ohne Grund, dass man... Ja, auch ein Video einen Tag später macht, denn ursprünglich war der Wochenimpuls für gestern geplant. Ähm, vielleicht auch, dass ich diese Info für euch mitnehmen soll und noch verteilen soll. Denn es war eine ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichte, die vorgelesen wurde im Fernsehen und die für mich einen ganz, ganz tiefen Sinn gehabt hat. Denn es ging um eine kleine Lichterkette und diese Lichterkette hatte... Ein Licht, das nicht so ganz funktioniert hat. Das hat geflackert und die Familie, der diese Lichterkette gehört hat, da waren die Eltern so weit, haben diese Lichterkette wieder in den Karton geschmissen, weil sie dachten, sie ist kaputt. Und ja, was ist passiert in dem Karton? Die anderen Lichter dieser Lichterkette haben diese eine kleine Licht wirklich rund gemacht, warum es denn nicht funktioniert, warum es so flackert. Und wegen ihm sitzen sie jetzt alle in dem Karton. Doch dann ist etwas ganz Wunderbares passiert, nämlich die Kinder dieser Familie haben diese Lichterkette mit diesen wunderbaren Sternen wieder hervorgeholt, haben den Weihnachtsbaum dekoriert und dieses eine Licht, das so geflackert hat, ganz oben an die Spitze vom Tannenbaum gesetzt, so dass dieses eine besondere Licht eine neue Funktion bekommen hat und konnte auf einmal strahlen und mit ihrem Flackern noch so viel viel mehr Licht in dem Raum erzeugen. Das Finale dieser Geschichte war tatsächlich, dass ähm, auch die Eltern überzeugt worden sind, dass das etwas Besonderes ist, sich auch die anderen Lichter entsprechend verhalten haben in dieser Lichterkette. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz wunderbare Weihnachtsgeschichte, die ja uns Vieles noch mal in einem anderen Blickwinkel anschauen lässt und ähm, das wollte ich euch heute gerne mitgeben, denn ich zeigt, das zeigt einfach, dass ja jeder ist für seine Individualität ein Geschenk für andere, eine Bereicherung und das, das ist eben ganz enorm wichtig. Ja, ich hatte dann gestern noch eine zweite ganz, ganz wunderbare Erfahrung, das war etwas sehr, sehr Persönliches und zwar... Ich möchte auch das mit euch teilen. Ich habe jemand angeschrieben, der aus dem Fernsehen sehr bekannt ist. Ich habe eigentlich nicht mit gerechnet, dass eine Antwort kommt, aber ich habe gestern eine Antwort bekommen. Und ähm, da ging es tatsächlich um eine Show, die vor vielen, vielen Jahren im Fernsehen gelaufen ist. Und ähm, damals waren meine Großeltern in dieser Show. Und äh, dieser Moderator dieser Show, der hat mit mir kommuniziert. Und zwar, ich habe ihm nach vielen Jahren einfach danken wollen für das, was er damals getan hat, weil meine Großeltern eine wunderbare Reise in dieser Show gewonnen haben. Und ähm, für mich war es so bewegend, weil dieser Moderator konnte sich an meine Großeltern sehr genau erinnern. Und wir hatten dann ein, einen Mail-Austausch, der sehr, sehr emotional war und Wow, das war wirklich etwas sehr bewegendes, wenn du siehst, dass zwei so wunderbare Menschen auch bei einem anderen Menschen, der so viele andere Menschen kennenlernt, im Kopf hängen geblieben sind. Und das war gestern für mich wirklich sehr, sehr emotional. Also ihr seht, auch das ergänzt nochmal die Geschichte von dem Licht, denn... Jeder hat ein besonderes, ein strahlendes Licht, das er in die Welt hinausträgt. Und das ist ein besonderes Licht, das es auch gilt, zu ehren und wertzuschätzen. Und ja, für mich war das gestern eine ganz, ganz wunderbare Wertschätzung, als diese Antwort kam und unser Mail-Austausch war und er, meine Großeltern da nochmal so wertgeschätzt hat. Also ja wow, das wollte ich einfach mit euch teilen, weil es auch so etwas ganz, ganz Besonderes war. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir aber gucken, die kommende Woche, ich habe die Energien euch schon mitgeteilt, was bedeutet das denn übergreifend für uns, was zeigt sich da und ja, wir haben Karten von den Göttinnen Lemuriens, die zeigen, ist etwas am Passieren, lemurische Göttinnen-Energie begleitet uns in der kommenden Woche. Und die erste Karte, die wir hier haben, das zeigt, das ist die Göttin des Gebärens. Und die Göttin des Gebärens, da geht es um verschiedene Aspekte, nämlich, dass man etwas aus sich herausbringen möchte, etwas erschaffen möchte, mit etwas schwanger geht, eine Herzensöffnung, also es ist ein Entwicklungsprozess da. Es kann aber auch bedeuten, dass man an etwas festhält, etwas, das einem vielleicht nicht mehr ganz so gut tut, dass man auch hier auf eine gewisse Angst hat, eine gewisse Verletzlichkeit, Unsicherheit, also etwas kommt auch zum Vorschein. Also seid euch bewusst, auch das schwingt in der kommenden Woche mit. Das, was noch mitschwingt, und da kam eine zweite Göttinnenkarte, nämlich die Göttin der Unabhängigkeit. Und da sehen wir, es geht auch um Freiheit. Es geht um Entscheidung. Es geht um um die Selbstverantwortung, dass wir Fesseln sprengen und das ganze ja kann natürlich auch sein, dass du feststeckst und das erst feststellen musst, dass man ein Sicherheitsdenken hat, dass man in einer gewissen Starre ist und dass hier sich etwas lösen darf. Also ihr seht, auch die Göttinnen Lemuriens sind an eurer Seite, sie beschützen euch auf eine gewisse Art und Weise oder triggern euch auch an, damit ihr euch entwickeln könnt und das, das ist eine wichtig, wichtiger Schritt für uns alle und da soll es hingehen. Deswegen wollen wir jetzt auch schauen, was bedeutet das, der erste, der zweite und der dritte Stapel und ja, wir starten mit euren individuellen Themen, die da auf euch zukommen und schauen uns das an. Für alle, die den ersten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Bei euch geht es darum, wir sehen hier die Selbstsabotage. Selbstsabotagemuster kommen zum Vorschein, zeigen sich und ja, werden hier schon ein wenig Trappel machen. Vielleicht weißt du sofort, um welche Selbstsabotagemuster es in dir geht. Vielleicht gibt das Reading dir noch ein bisschen mehr Aufschluss. Wichtig ist tatsächlich, dass du jetzt hier zu dir immer mehr kommst und erkennst, wo bist du dein eigener Saboteur, wo bist du dabei, dir selber quasi das Genick zu brechen. Und das wird in der kommenden Woche ein wichtiger Bestandteil, denn wir sehen hier und du siehst schon Beluga kommt und sagt bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe zu dir und gar nicht mehr diese Selbstsabotageprogramme starten zu wollen, denn Selbstsabotage war gestern, es geht jetzt um dich. Ein Engel des Meeres ist jetzt da, er zeigt dir, es ist alles Liebe, dass auch dein Lachen zeitlos ist, deine Träume ewig sind und dass das Paradies in dir ist. Es geht darum, Illusionen wirklich beiseite zu schieben, um das Leben aus der Ewigkeit anzuschauen und dann mit deinen Engeln zu kommunizieren und deine innere Sonne auch permanent erstrahlen zu lassen. Das ist das Thema, das hier so wichtig ist. Teile deine Liebe und lächle. Ein besonderer Hinweis ganz alleine. Für dich. Denn was sehen wir hier weiter? Es geht um den Willen und der Wille, der spannt den Bogen, der zielt ziemlich genau, um sein Ziel zu treffen. Und dieses Ziel, was auch immer dein Ziel ist, das hat eben genau damit zu tun, dass du hier alles miteinander verbindest, dass du hier an den Punkt kommst und siehst: Ja, das bin doch ich. Warum schieße ich Pfeile auf mich selber vielleicht mit der Selbstsabotage und nicht auf mein Ziel? Denn das ist genau das, wo es eigentlich hingehen soll. Wichtig ist, dass du in eine ganz Positivität kommst, dass du Freude hast, dass du diese Freude auch teilst, diese Freude ausstrahlst und vielleicht auch ein bisschen, und das sehen wir hier weiter, ja, in dich gehst und in dir natürlich hier einen Punkt ziehst, der so natürlich ist, der auch eine gewisse Unschuld in sich trägt, vielleicht auch eine gewisse Treuherzigkeit. Also, all solche Dinge, die kommen hier zum Vorschein, denn sie sind ganz, ganz besonders wichtig und sie gehören zu dir dazu. Für dich gehört weiter dazu, und da sehen wir, Sandalfon kommt an deine Seite. Er sagt, Freude und Spaß soll in deinem Leben dabei sein. Eine Entdeckungsreise, um die geht es. Also entdecke dich selber neu, entwickle dich neu und zeige, wer du wirklich bist. Lass dein Licht erstrahlen. Denk an das, was ich vorhin berichtet habe von dieser kleinen Lichterkette, diesem einen kleinen Licht, das geflackert hat und... Vielleicht hast du auch das Gefühl, du flackerst und bist dabei, dich selber zu sabotieren. Aber nein, du bist genauso richtig, wie du bist. Erkenne dich an, nimm dich in bedingungsloser Liebe an und verbinde dich hier mit dem, was dich ausmacht, wer du bist und was du bist. Und ja, richte dich aus, richte dich positiv aus auf das, was in deinem Leben so ist wichtig ist. Was ist noch ein wichtiges Thema für dich? Wir sehen die friedliche Kommunikation und eine friedliche Kommunikation, auch das ist ein wichtiges Thema. Denn ich hatte gestern ja, Mailkontakt mit einer lieben Freundin, die auch zu mir äh, gesagt hat, Mensch, wie kann das sein? Die Leute sind momentan alle so aggressiv und egal, über was man diskutiert, es ist eine Aggression da. Also hier kommt jetzt die friedliche Kommunikation. Vielleicht triffst du auf Menschen, die auch ähm, aggressiv sind, mit denen man nicht so wirklich diskutieren kann. Und dann geht es jetzt darum, dass du hier in dieser friedlichen Kommunikation bleibst. Und jetzt schau dir das mal an, dass es auch hier wie diese Zielscheibe. Bleibe da, bleibe fokussiert, gib den Leuten mit dass jeder einen eigenen Willen haben darf, dass man sich aber doch nicht gegenseitig niedermachen muss. Denn wenn einer linksrum denkt, der andere rum, dann ist das so, jeder hat seine Überzeugung und dann gilt es mal darum, einfach innezuhalten, dem anderen zuzuhören, zu hören, was sagt er, warum ist er davon überzeugt und nicht dahingehend zu sagen, hey, ich will dich jetzt von meiner Meinung überzeugen. Denn der andere hat seinen Grund, der hat seine Lebenserfahrung, weil er das so hat, wie er es hat. Natürlich kannst du dir denken, okay, der ist vielleicht derjenige auf einem anderen Weg, du kannst ihm auch Argumente rüberbringen, aber es geht nicht darum, den anderen so zu manipulieren, dass alle jetzt ein und dasselbe denken, denn dafür sind wir alle Individuen und das ist wichtig, ein respektvoller Umgang auch in den unterschiedlichen Denkweisen und das zeigt sich hier besonders. Wir schauen, was es noch so alles bei dir gibt und da sehen wir, dass bei dir es um das Thema geht, Mühe und Arbeit. Das ist eine Karte, ja, das wollen wir alle nicht so ganz. Ach. Haben, um uns quasi wirklich aufzuopfern, zu arbeiten bis zum Umfallen. Ähm, warum tun wir das? Denn wir sehen hier, da kommt noch die Karte, die für Armut steht. Und ich möchte schon die dritte dazu holen, die auch sagt, ferne Horizonte. Denn was zeigt das hier? Das zeigt hier natürlich. Selbstsabotage. Wo trichtest du dir noch Glaubenssätze ein, wie ich muss wirklich viel, viel arbeiten, ackern, damit ich Geld verdienen kann? Und das ist immer gekoppelt mit dieser Armut. Also, du bist da tatsächlich, geh mal in Glaubenssätze, die dich klein halten mit dem Thema Geld verdienen und Arbeit. Ähm, es geht um deine Herzenswünsche. Ein Job muss dir Spaß machen. Natürlich muss am Ende des Tages auch die Bezahlung stimmen, aber es geht hier federführend wirklich darum, dass du dich nicht klein hältst mit dem Thema, ich muss ackern und dann Geld auf dem Konto zu haben. Denn das kann dich ganz schön hier kirre machen. Und das, was dich hier kirre macht, da haben wir auch noch die Karte Ferne Horizonte. Das ist tatsächlich so ein bisschen etwas, man sieht so den Silberstreifen am Himmel, also man hat oft schon so ein Ende in Sicht. Das heißt, du bist daran, etwas zu verarbeiten, etwas zu verändern und vor allem das Schiff hat für mich noch viel, viel mehr Symbolcharakter, denn im Lenormand gehört es ja auch zur Lebensreise mit dazu. Also das heißt, dass du jetzt federführend an Themen rangehst, an diesen Knackpunkt, an diese Selbstsabotage, die hier gebündelt ist, eben mit dem Thema, dass du dich klein hältst in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Geld. Also sei dir bewusst, hier dich richtig auszurichten. Gehe in die Positivität, um zu zeigen, wer du bist. Bringe dein Licht nach außen, strahle, was das Zeug hält. Und darum geht es ganz, ganz besonders für dich. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Bei euch geht es darum, dass ihr aussprecht, was ihr denkt. Dieses Aussprechen, was wir denken, das ist immer ein schwierig, schwieriger Punkt für den ein oder anderen Menschen. Denn man ist bei diesem aussprechen, auch wieder geprägt von Dingen, die man erlebt hat. Manche, die sind da wirklich ganz knackig, die sprechen alles direkt an und andere sind dann noch etwas gebremster. Für dich ist jetzt wichtig, wenn du wirklich gebremst bist, dann schaue, dass du erkennst, was das Muster ist, schaue, warum das so ist und ähm, gehe der Sache auf den Grund, weil wichtig ist eben, dass du auch alles aussprichst, was dich bewegt und dich da nicht in Bauchkrummeln zurückziehst, sondern Dinge ansprichst eben, ja, was auch wirklich dich ausmacht. Denn wir sehen hier bei dir das Seepferdchen, das dir sagt, hey, es ist wichtig im Balance zu bleiben. Das innere Gleichgewicht ist für dich ein wichtiges Spiegelbild, denn deine Gefühls- und Emotionalswelt, die soll harmonisiert werden. Die soll so harmonisch sein, dass sie wie das Seepferdchen auf dem Wasser das Tanzen anfängt, damit du auch deine männlich-weiblichen Energie ausbalancierst, damit du in diesem besonderen Rhythmus auch mitschwingst. Und darum geht es für dich. Diese Karte sagt dir aber auch, Ebbe und Flut, ja, die bringen neue Energien, die verbinden dich mit allem, was du liebst, sodass du dich selbst in deine Träume hineintanzen kannst und alles in die Wirklichkeit bringen kannst. Es ist Zeit dafür da, das ist die Botschaft dieser Karte. Interessant ist auch, dass wir diese Karte noch bekommen, die Kraft. Da haben wir auch das Buch noch mit dabei. Und diese Karte, sie sagt dir, ja, es steht allerhand geschrieben. Doch alles, was geschrieben steht, kann durch deine eigene Kraft verändert werden. Also. Was möchtest du in den Veränderungsprozess bringen? Was möchtest du hier wirklich aussprechen, vorwärts bringen, um eben wirklich in diese neue Energie zu gehen, um zu zeigen, jawohl, hier, das ist es, was ich will, da will ich mich ausrichten und da ist der Fokus drauf. Und der Fokus drauf ist hier tatsächlich auf die Zukunft. Also, ja, Zukunft. Du lebst im Hier und Jetzt, aber du richtest dich eben auch aus dem Hier und Jetzt aus. Und das ist ein wichtig, wichtiger Aspekt. Was ist noch so wichtig? Ask for Help, frage nach Hilfe. Manchmal stecken wir fest. Wir stecken wirklich fest und wissen gar nicht warum. Und gerade wenn wir feststecken, ist es oft eine Kleinigkeit eben auch zu sagen, was man meint, was man will und dergleichen. Manchmal haben wir ein Gegenüber, was vielleicht ein bisschen begriffsstutzig ist, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber ähm, manche Personen, da muss man wirklich ganz konkret sagen, wo es hingehen soll und vielleicht ist das genau der Hinweis, dass du irgendwo steckst, wo so dein Umfeld das noch gar nicht sieht, frage deswegen nach Hilfe und dann wird, werden so Aha-Effekte kommen und du wirst sehen, ja wow, da passiert auf einmal ganz, ganz viel. Das, was hier weiter für dich kommt und das passt hier einfach zu der Wasserwelt, die wir schon sehen mit dem Seepferdchen und den Meerjungfrauen, da haben wir Lemurien, spüre das Geschenk der lemurischen Kristallheilkraft in dir. Wow, Kristalle kommen jetzt noch mit hinein. Kristalle ist für mich auch immer noch eine Verbindung mit Atlantis. Also du siehst hier, hier gibt es ganz viel Verbindung. Und gerade Kristalle. Sie strahlen aus sich heraus. Also, wir werden hier ja ganz, ganz viel mit Strahlekraft in der kommenden Woche verbunden. Das heißt, wenn du unsicher bist, vielleicht hast du irgendwo einen Kristall daheim, hol dir den, bring den mal ans Licht und schau, wie der strahlen kann. Und erinnere dich dann immer dran, dass auch du so strahlen kannst und strahlen darfst. Denn, ähm, ja, darum geht es. Du darfst strahlen. Und du darfst das mit Ausdauer und Beständigkeit, denn die Energie der Acht zeigt, dass du deine Ziele erfüllst und das Ganze mit Harmonie und mit Balance. Also da kommen wir wieder hier in die Balance, die dabei ist. Inneres Gleichgewicht, ein tiefes, tiefes, wichtiges Thema. Bei dir ganz wunderbar also wenn man das so anschaut das zeigt doch auch dass hier eine gute entwicklung ist wir schauen weiter was bei dir kommt Diebstahl. Na ja, gut, das passt jetzt nicht unbedingt zu der guten Entwicklung, aber diese Karte sollte kommen und sie sagt, ja, es geht um etwas, das mit Verlust zu tun hat. Es geht auch um gewisse Ziele, die man vielleicht nicht erreicht hat. Heißt aber für mich auch, dass irgendwo ein Punkt ist, wo vielleicht, und da möchte ich euch erinnern an das, was wir übergreifend hatten, denn vielleicht soll etwas Neues. Geboren werden. Also nicht nur das, sondern ich hole die nächste Karte dazu. Vielleicht steckst du fest, vielleicht bist du gerade dabei, noch an etwas festzuhalten, das jetzt gerade in einem Veränderungsprozess ist. Und das, und das ist jetzt ganz wichtig zu erkennen, dass diese Veränderung gerade stattfindet und dieser Wandel, der ist eben hier ganz deutlich zu spüren. Und nicht nur das, wir sehen auch, da kommt noch das Haus. Bei dem Haus in diesem Wandel heißt es eben, dass es um dich geht. Das ist da, wo du dich wohlfühlst. Das ist Sicherheit, das ist Standfestigkeit. Das ist aber auch so dein Inneres. Und wir haben ja gesehen, die Balance ist ein wichtiger Bestandteil. Also hier noch ein drittes Mal, dass man sieht, es geht um dich, in dir, mit dir. Also all das, was so wichtig ist. Und wir sehen auch noch, es geht um das Liebesglück. Und die Karte Liebesglück, ja, sie sagt, es geht um ein Liebespaar das sehen wir hier auf der Karte die wie zwei Turteltauben sind das ist natürlich ein Hinweis auf Liebe und Verliebtsein aber es geht auch um Freundschaft es geht um Treue es geht um Versöhnung es geht um positive Gedanken die hier mit dabei sind also unter dem Strich bleibe in dieser positiven Energie der Wandlung denn du hast die Möglichkeit Dinge zu verändern bleibe in der Balance die wir gesehen haben und wenn du verunsichert bist dann frage nach Unterstützung und du wirst unterstützung bekommen. Alle die den dritten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Prinzipiell starten wir mit einer Karte, die sagt Home, also zu Hause. Aber wenn du dann diese Frau anschaust, die hier ist, das ist schon so ein Blick, der mm, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, nachdenklich ist, ein bisschen auch in Erinnerung schwelgt, ähm, jedoch auch ein bisschen etwas von einer Verbitterung aufzeigt. Also, was sagt dir diese Karte? Das ist auch ein bisschen gefühlt so eine Stagnation, die hier dabei ist, also ein Ruhepol. Ich glaube aber, dass es nicht ganz so schlimm ist. Warum glaube ich, dass es nicht ganz so schlimm ist? Wenn diese Karte allein wäre, würde ich sagen, okay, guckt da ein bisschen genauer hin, zu Hause. Hm. Aber wir haben hier die Karte Seku, die Entschleunigung, der Frieden. Und diese Karte sagt, nimm ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Also bekommt diese Karte schon ein bisschen eine neue andere Bedeutung. Nimm die Geschwindigkeit raus. Du brauchst eine gewisse Zeit, Zeit, die langsamer geht. Der ein bisschen langsamer dahin geht und nehmen dir die Seekuh als Beispiel, die braucht auch ein bisschen langsamer, um hier vorwärts zu kommen. Es ist aber wichtig, okay, äh, du bist gerade dabei, nicht unbedingt festzustecken. Vielleicht steckst du fest, ja, aber es geht darum, dass durch dieses Entschleunigen du. Dich eben mit dir selber beschäftigst, um etwas genauer hinzuschauen. Also es ist nicht immer alles gleich negativ. Und diese Karte deutet eben darauf hin, ja, du bist jetzt dabei, viel, viel Innenschau zu betreiben. Denn es geht um den Glauben und jetzt schau diese Frau an, die strahlt aus sich heraus. Und der Glaube an dich selbst, das ist das Wichtige. Jetzt, wenn du das genauer anschaust, hier, das ist so dunkel, dann haben wir diese Seekuh, die so langsam vorwärts geht, um dann hier in diesen Glauben an sich selber zu kommen. Also, das heißt, du bist in einer Zeit, wo du Innenschau betätigst, wo du langsamer bist, aber eben aus diesem Langsamen ein Prozess entsteht, der dein inneres Licht immer mehr anschraubt. Was immer, 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 immer mehr aufschraubt, dass du dich Selber erkennst, dass du siehst, ja, das bin ich und ich werde komplett zeigen, wie ich leuchte, wie ich strahle und da geht es eben für dich hin. Also ganz, ganz wunderbar, glaube an dich selbst und dieser Glaube, der wird immer mehr aus dir herauskommen. Wir sehen aber auch, da kommt die Karte Freundschaft. Und das heißt, dass in diesem Prozess auch Freunde da sind, die dich in diesem Prozess unterstützen, wo du in dieser Innenschau bist, wo du eben erkennst, was ist das, was ich jetzt brauche, um wieder zu, zu diesem Strahlen zu kommen, um an mich zu glauben. Und da geht es in großen Schritten drauf hin. Du erkennst, da ist Hoffnung, da ist ganz, ganz viel Hoffnung. Hoffnung. Und diese Hoffnung, das zieht sich hier durch. Also, das, das zeigt einfach, das ist so, wie soll ich sagen, wie so ein gewisser Kick, den du hier einfach hast, auch durch Freunde. Und ähm, das geht noch weiter, denn schau mal, was hier noch kommt. Muriel sagt, wahre Freundschaft wird dir begegnen. Habe Vertrauen. Vielleicht warst du auch, und wenn man das jetzt hier so Revue passieren lassen, so von einer Freundin ein bisschen enttäuscht, vielleicht sind da Dinge gelaufen, wo du dachtest, so hey, irgendwie, da ist jetzt ein bisschen was komisch geworden. Also du siehst, da geht es jetzt wirklich in, in und an das Eingemachte, denn ja, da wird sich etwas positiv verändern. Und wir sehen noch eine weitere Karte, die Karte Partnerschaft, die sagt, himmlische Harmonie durchströmen dich und das hat mit partnerschaft zu tun. Jetzt haben wir hier natürlich viel mit freundschaft liegen. Das heißt für dich, es geht hier nicht um eine liebespartnerschaft, sondern um eine freundschaft, die hier schon dabei ist. Und für alle die, die sagen, okay, ähm die Liebe ist aber doch auch hier mit dabei. Natürlich ist sie mit dabei. Und das sehen wir gleich in den nächsten Karten. Aber es hat eben Partnerschaft auch viel, viel mit Freundschaft zu tun. Freunde sind auch Partner an unserer Seite. Und die werden hier ihren entscheidenden Beitrag dazu tun, dass du dich eben entwickelst. Wir sehen jetzt hier das reiche Mädchen. Das reiche Mädchen. Ein reiches Mädchen, das heißt nicht unbedingt, dass dieses Mädchen viele Millionen auf dem Konto hat. Das kann sein, aber Reichtum bedeutet noch viel, viel mehr. Denn Reichtum hat auch mit inneren Werten zu tun. Also da ist ein Mensch, der ganz besonders ist. Und da geht es eben um dich. Du bist ganz besonders. Und diese Besonderheit in dir, die wird sich auch zeigen, indem hier die Karte um werben kommt. Die Karte um werben, für alle die, die sagen, okay, Partnerschaft triggert hier an. Aber um werben steht auch darum, dass man wirklich neue Kontakte bekommt, neuer Freundeskreis, soziale Kontakte. Also wirklich das, was wir hier schon gesehen haben, Freunde, die sich Zeit nehmen, mit einem zu reden. Freunde, die, die... Zeit haben, um diese Entwicklung mit vorwärts zu treiben. Und das ist doch einfach schön. Für die, die sagen, okay, Partnerschaft ist ja auch ein Teil. Ja, definitiv, auch partnerschaftlich. Vielleicht hängt bei dem einen oder anderen etwas in der Partnerschaft. Da kommen Freunde, die ein bisschen anschieben. Denn manchmal braucht man einfach ein Ohr von einer Freundin, einem Freund, wo zuhört, um sich dann eben, ja wieder neu ausrichten zu können, um an sich selber zu glauben, um an die Dinge, die positiven Dinge dieser Entwicklung zu glauben. Denn wir sehen ganz zum Schluss, ja, da sind drüber Gedanken und du siehst jetzt schon, so am Anfang, am Ende haben wir Karten, die darauf hindeuten, dass drübe Gedanken da sind, dass Dinge da sind, wo man diskutieren möchte mit einer Freundin, vielleicht bei einer Tasse Tee mit einem guten Freund bei einem Glas Bier. Und das sollte möglich sein. Oder vielleicht auch, dass du sagst, man telefoniert man ganz, ganz lange, schüttet sich sein Herz aus und gibt dem anderen Support, um eben in diese Freude, in diese Leichtigkeit zurückzukommen, um wieder an sich selber zu glauben, um vielleicht diesen Moment, wo man hängt, wieder ja, zu entknoten und vorwärts zu kommen. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe, wünsche euch noch einen wunderbaren ersten Advent und in diesem Sinne Namaste.